Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, Jana Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Jana Schons, der Abenteurer oder Captain America. Oder Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Heute ist der 21. Mai, wunderschönes Sommerwetter. Und ich bin jetzt hier auf dem Pendlerparkplatz von Biberit. Wir wollen auf die A3 drauf fahren und schauen, wie schnell das Quatter fährt. Also, ja. Und das ist mein Bumblebee Transformer. Sport Quad Suzuki LCZ 400, Baujahr 2007, Einspritzer, Vergaser, 400 Kubik, sowas, 60 PS. Jo, wir wollen mal schauen, was dieses Ding heute schafft. Also, er hat 5 Gänge, Schaltung, I6, Rückwärtsgang, mir zählt. Okay, wir haben 5 Gänge, Vorwärtsgänge. Also, naja, der erste Gang, glaube ich, kann bis 50 fahren. Der zweite bis 70, 80, sowas. Der dritte kann bis 104 fahren. Der vierte bis 30. Der fünfte haben wir noch nicht ausgefahren. Jedenfalls in dem Zustand noch nicht. Jo. Genau. Es hat sehr, es ist so 2007, aber nicht viel gefahren worden. Vor Wobbitz eher so stehen. Ich bin der am meisten fährt. Und wir haben jetzt gerade, glaube ich, 1000 Kilometer drauf oder was. Nicht wie mit, noch gar nichts. Ja, so Zucki. Also, viel Spaß beim Zuschauen und danke fürs Einschalten. Für Action, let's ride, oder? Wunderschönes Wetter. Und heute öffnet nicht die Freibäder, das Thunderbird. Aber andere haben schon offen. Das Feuerzeug Schirmer, der Volk-Zürchheimer, das Karlstadter, das Gemündener und das Kitzinger. Das Thalmbad hat, ich habe nachgeguckt, da steht drinnen oder nicht. Wird erst Ende des nächsten, also so am Donnerstag oder Freitag mal auf. Gut. Aber jetzt lange Rede, langer Sinn. Hammer. Schmeißen wir mal die Maschine an und geben Gas. Schau, was das Ding so kann. Gut, starten wir die Motoren.
für heute. Heute. Ja, 90 Stunden so jetzt fahren. Komm, machst du 199. Das ist jetzt ziemlich scheiße, aber...
Wenn 12.000 Teile können wir drauf laufen. Sitzt noch eine Frau. 8.35. Gut. Oh. Das war die Maschine auch kurz mal. Oh, Alter. So. Das war's. 138, glaube ich, sind wir gefahren. 138 km/h. Oh, da ging nichts. Es war zu leicht bergab. Vielleicht bei, wir kommen locker auf mit dem vierten Gang, kann bis 130 fahren. Da kann er, der vierte Gang kann er sich ausfahren, aber fünften kann er sich irgendwie nicht ausfahren. Ja, früher hat er es ausfahren können, aber ich habe ja hier Gepäckträger drauf gemacht und einen Koffer. Und ich bin aber auch mehr Gewicht zugenommen. Mehr Gewicht, deswegen vielleicht mehr. Wir haben schon mal 150, glaube ich, geschafft früher mal. Den alten Tacho. Ah, ja. Da muss das alles passen. Wir haben ja erst bergauf, bergrunter, da wir bergauf, bergrunter, bergauf. Naja. Bergauf. Oh, das war's. Ja, da hat ein Ventilator, da ist ein Ventilator, was gekühlt. Ja. Mehr schafft man nicht, aber es reicht. Einer hat gesagt, ich soll einen Stollreifen drauf machen. Stollreifen kannst du diesen Scheiß erfahren. Wenn, dann müsstest du tiefer gehen und breiter. Und breiter und andere Felgen. Richtig treffen, dann kannst du besser fahren. Und um zu kippen. Ja, fährt sich jetzt über den Käfer. Du musst halt, wenn du vorwärts fährst, nur gleich drüber schieben, wenn zu viel ist. Wenn du Gas gibst und denkst so, dann schiebt er sich geradeaus. Deswegen muss man, wenn er ab Kurve fährt oder wie rausfährt in der Kurve oder was, wir hier abbiegen, müssen wir erst langsam rausfahren, bis wir auf die Gas und dann Gas, sonst kriegen wir geradeaus. Schiebst du die Kurve uns geradeaus. Ja. Ganz einfach. Aber ja, da fehlt halt das zwischen vierten, fünften Gang für so ein Turbo. Dann wird uns dann hier, dann hat er schon 150 oder 60 geschafft. Ja, gibt es einen für YouTube, habe ich auf YouTube gesehen, der hat sich da drin zwei Zylindermotor eingebaut lassen. Kostet 3.000 Euro, hast du keinen Rückwärtsgang. In so eine Maschine hat das gemacht, in so ein Suzuki, aber modernes Modell. Und der kann da locker 170 fahren oder sowas. Aber ich glaube, der hat mal einen Motorschaden bekommen. Ich habe es auf YouTube gesehen. Ja, wie hat einer gesagt, du kannst so ein Ding tun, aber gerade kaputt, das ist halt alles so. Hopp, also wenn man wirklich was Scheiß tun möchte, dann den Sportluftfilter reinmachen, den vom KNN. Statt Papierluftfilter oder Schaum, ist es ein Baumwollluftfilter, da kriegst du ein bisschen mehr Luft, also Kühlung. Und dann kannst du eine Abgasanlage ändern, also Krümmer hier. Größeren Krümmer und größeren Auspuff, dann kannst du es durch den Luftfilter kann das schnell rein und durch den Abgas dann, wenn die Größe groß sind, kann es schneller raus die Luft. Damit kannst du dann mehr Leistung erzeugen. Ja, oder noch Turbo in den. Es gibt ja diese noch die Hammer von Raptor. Da habe ich gesagt, an eBay Kleinanzeigen für vielleicht 7.000 Euro. Das war ein cooler, tiefgelegter, breiter Hammer Raptor mit vorne ein Turbo-Kühler, also mit Turbo-Lader. Der hat geil ausgeschaut. Also Quatsch egal, getunter Quatsch noch geiler. Ja, ja, der ist ja auch getunt. Guck mal, wir haben ja andere Lichter, anderen Tacho, andere Übersetzung hinten. Weiß noch, aber Kette, Rüssel, andere. Koffer drauf gemacht. Lichter hinten vorne komplett geändert. Von Abblendlicht, Fernlicht und bis zum Blinklicht. Alles motorisiert haben wir es als modern gemacht.
halt technisch. Ich habe dann noch mal neue Carbon-Spiele drauf gemacht und dann neue Dinger. Ich will auch wieder benutzen, ne? Neue Griffe. Du fährst doch viel, ne? Sind die schnell wieder ab, hä? Ja, ja. Wäscht. Kannst du doch nicht gut festhalten. Jetzt hier weiter. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, Einschalten. Wir hören uns mal wieder. Machen Sie gut. Auf Wiedersehen. Euer Justus. Over and out. Game over. Ciao. Freunde.